Holger, darf ich zum Tanz bitten? Lieber Marquis, reich mir die Hand, sei mein Freund. Majestät wird anerkannt, anerkannt, rings im Land, jubelt wird Champagner, der erste Sieger an, es liebe Champagner. Thank you.
Rat ihm zu fragen, hab ich ihn beim Kragen. Was soll es ich sagen? So wird er nichts sagen. War nicht es wohl wahr? Möcht nieder ihn schlagen, ihm alles zu sagen. Noch werden ihm klagen, das Situation. Der Feind ist Kontrolle. Das Situation erhöht diesen frechen Patron. Jetzt bitte ich die ganze Sache mit mir haarklein zu erzählen, nicht das Geringste zu verhehlen, indes ich mir Notizen mache. Sogar verwickelt ziemlich, das muss man eingestehen. Nun denn, so geben Sie zum Protokoll, worin ich Sie verteidigen soll. Seltsam Abenteuer ist gestern mir passiert. Man hat mich aus Versehen hier in Arrest geführt, weil ich mit dieser Dame ein wenig spät zu viel. Ein Glück, dass es so kam, Sie hatten ihn fern. Was kommt denn Ihnen in den Sinn? Sie soll mich ja verteidigen. Verzeihen Sie, wenn ich heftig bin, mein Gegenstand reißt so wie hin. Ich wollte Sie nicht beleidigen, nein, ich soll sie ja verteidigen. Mein Herr Makar, das ist fürwahr, sehr sonderbar, sehr sonderbar. Nur ruhig Blut, denn solche Wut macht es fürwahr nicht gut, macht sich nicht gut, macht nicht gut. Das Ganze war ein Zufall, nichts Übles ist passiert. Wofür bekannt es werden, wer ich kompromittiert, dass ich an mich, mein Gatte, für schuldig halten will. Ah, hätte doch ganz recht, Sie hatten sie erschlecht. Was kommt mit Ihnen in den Sinn, Sie soll mich ja verhalten. Verzeihen Sie, wenn ich heftig bin, denn der Gegenstand reißt so wie hin. Ich wollte Sie nicht beleidigen, nein. Ich soll sie ja verteidigen. Mein Herr Notar, das ist fürwahr, sehr sonderbar, sehr sonderbar. Nur ruhig Blut, denn solche Wut macht sich fürwahr nicht gut, macht sich nicht gut, gar nicht gut. Ich bitte, mir alles zu gestehen und nichts zu übergehen. Ist kein Detail mehr übersehen, ist weiter nichts geschehen. Was sollen diese Fragen hier? Mein Herr, ich bitte zu gestehen, ist weiter nichts geschehen. Mein Herr, was sollen diese Fragen hier? Ich frag Sie aufs Gewissen, ist weiter nichts geschehen, denn alles muss ich wissen. Alles muss ich wissen. Mein Herr, mein Herr, mein Herr, es scheint fast, als empfinden Sie für meinen Gatten Sympathie. Nur muss ich Ihnen sagen, ein Ungeheuer ist mein Mann und niemals ich vergeben kann sein treulos-schändliches Betrogen. Thank you.
alles wissen. Nun sagen Sie, was soll man tun? Geben Sie uns Mittel an, wie man diesem Ehemann eine Nase drehen kann. Das ist zu viel. Was soll das sein? Es steht nicht still. Was soll das sein? Mein Herr, wozu die Schreien? Erzieht er dir Verbrecher, die Strafe bricht herein. Hier stehe ich als Rächer, ich selbst bin Eisenstein. Gabriel, du siehst, an allem war nur der Champagner schuld.